So. So. Okay. So, da bin ich. Willkommen zu meinem neuen Let's Play. It is soweit. Das heißt, es ist soweit. Naja, ich hätte nie gedacht, dass ich das hier manchmal spiele bzw. Let's Play davon mache. Aber ich habe mir gedacht, why not? So, und ich hoffe, dass meine Kamera jetzt auch mal endlich mal stimmt, weil ich habe es jetzt ein bisschen weiter von mir aus gesehen, ein bisschen weiter nach links getan. Also, dass es so in der Mitte von dem ganzen Kack ist. Und ich hoffe, dass sie hält, weil sonst dreht sie sich immer so bescheuert um. Und was weiß ich muss es irgendwie noch besser halten lassen, mäßiges tun. Aber I guess, I hope. So, ich habe keine Ahnung, also wie gesagt, ich habe mir nie gedacht, dass ich das mal spiele, weil das ist ja alles hier Hogwarts Legacy, Hogwarts, das ist ja alles hier Harry Potter Style. Und ich habe noch keinen Schande über mich, ich habe noch keinen einzigen Harry Potter Film komplett geschaut. Ich habe angefangen, aber ich habe nie komplett fertig geschaut. Und ja, so, warte mal. Zugänglichkeit. Ne, da brauchen wir nicht. Warte mal. Menüvorlesestimme. Sieht der weiblich auch? Menüvorleselaut. Gar kein Bock. Schnauze! So, okay. Was? Nee, brauchen wir nichts. Zielmodus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Stick wechseln, was? Wechseln funktioniert das linken und rechten Stick? Nee. Der hat nicht auf Y-Achs, wäre nicht schlecht. Das, was wir ja bei dem Horror-Game hatten. Bei dem ich gar nichts. Wo geht das hier? Wenn das überhaupt irgendwo geht? Hallo? Was? Bestimmte Zauberer können eine Umschaltsteuerung schon mal nutzen. Was? Er sieht doch nicht. Nee, tote Zone ist mir Schnutpieps, ist mir Auerjau. Okay, ich sehe schon mal nicht, dass der Y-Ding ist super. Textgröße machen wir normal. Ja, aber das hier mit Untertitel. Okay, keine Ahnung. Gameplay mit hohem. Was? Hebe Spieler einmal die Charakter in verschiedenen Farben hervor, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Blaue Spieler und Gefühle, Feinde, freundliche. Nee, lassen wir mal aus. Das für dich. Okay, wird. Fidelity, ein Render-Modus mit hoher Wiedergabetreue der Auflösung und Grafik. Ich sehe schon da nichts, weil meine Shit die Kamera nervt. Performance, ein Modus für hohe Bildschirme, der die Leistung begünstigt. Ach so! Hohe Wiedergabetreue. True. Die Auflösung und Grafikqualität begünstigt. Ne, ich mach Performance, dort hier auch ein bisschen hier flotter Geld an unsere Käse. I guess. I don't know. Ja, ich glaube Fidelity mache ich dann, wenn ich allein. Datendings hast du nicht gesehen? Jawohl, habe ich alles gelesen. Natürlich. Das ist jetzt schon, heute Belohnungen. Ich werde für Belohnungen. Nee, brauche ich jetzt nicht, das ist mir eigentlich relativ ralle. Apropos, genau. Da hier schon was steht mit Totenkopfmaske und Schnabel, man kann ja. Man kann ja seinen eigenen Avatar machen. Und genau, das werden wir auch machen, logischerweise. Aber wir werden keinen Typ nehmen. Ich weiß genau, ich weiß nicht, wie sie ausschauen soll. Aber sie, das wird eine Frau. Und ich weiß, wie sie heißt. Ja, ich weiß, wie sie heißt und sie wird eine Frau. Das kann ich schon mal sagen. So. Braucht man eine Anmeldung springen? Ja, Online-Belohnung einsammeln ist mir von mir aus, wenn ich es muss unbedingt. So, bitteschön. So, speichert automatisch. Okay. Dann würde ich mal sagen, gib ihm. Ich sehe gar nichts. Wie kann ich denn? Hitler. What the fuck? Achso, oben bleiben. Also. Ja, leg mir an, das ist mal hell hier, Scheiße. Okay, weiß ich nicht, ich mach mal ein bisschen. Machen wir so. Passt. So, sind wir fertig. Was ist mit Y-Achse und so weiter überhaupt? Ah ja, Hogwarts, Witchcraft, Wizardry, irgendwas Ding. School of Hogwarts halt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie der Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund der besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor irgendwas Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberei zu verbessern, bevor sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Ah ja, Festmahl gab es irgendwas.
und irgendein Fick-Dude. Okay, wie gesagt, ich kenne mich gefühlt null aus. Aber es soll anscheinend, was ich gehört habe, für Leute sein, die was voll Harry Potter-Fans sind, so wie ein Kumpel von mir. Alle hier, oh cool und oh, das gibt's auch und bla. Und halt für Leute, die was keinen Plan davon haben, so wie ich. Freundliche Grüße, Mathilda Weasley. Weasley? Ron Weasley? Okay. Sorry, du, ein paar Sachen kann ich. Stellvertretende Schulleiterin. Warum heißt die Weasley? Ron Weasley ist der Ron hier. Hier, Ron, Ronald. I don't know. Okay, egal, gib ihm. Ach, jetzt haben wir das Thema schon, okay. Cool. Warte mal. Dann werde ich. Ach, fick doch die. Da wollte ich nicht hin. So, dann werde ich meine Cam einfach mal hier reinbamsen. So, jetzt. Gut. Voreinstellung. Also, wie gesagt, eine Frau nennen wir mal. Aber ich will hier. Warte mal. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber naja, gut. Das gehört dazu. So, wir machen eine. Ich will dann. Am liebsten würde ich so irgendwie eine geile Lesbe machen, aber ich weiß nicht, wie der auf die Reichen soll hier. Eine Chinesin brauche ich jetzt eher nicht so. Was für ein Gesicht sieht denn. Eigentlich immer das erste Gesicht gefällt mir immer am besten, ich weiß auch nicht. Diese Mucke im Hintergrund ist halt auch geil. Ich bin irgendwie wieder fürs Erste, das ist irgendwie so ein Standardding. Oder die. Irgendwie die. Okay, Hautfarbe? Ja, eigentlich passt die eigentlich schon voll gut. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auf 8 habe ich's. Das ist schon ein bisschen zu extrem, zu weiß und überhaupt alles. Das ist ein bisschen zu viel, okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, Brille auf gar keinen Fall. Nee. Die Brille schaut scheiße aus. Nee. Will ich nicht, brauche ich nicht. So, Haare. Jetzt wird's lustig. Kann ich hier nicht rauszoomen oder so? Scheiße. Aber ich kann so bewegen, okay. Haarfarbe wird. Also ich kann hier nur die Farbe ändern, okay. Okay, warte mal, dann bleib mal auf schwarz kurz. Keule. Was mach ich mit dir? Irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Scheitel, so ein rüber Scheitel Dings. Also ich habe halt den Kopf. Aber ich habe keine Ahnung, ob es das hier irgendwo gibt oder so. Ich würde gerne rauszoomen, aber das geht irgendwie nicht. Das ist alles ein bisschen sehr großer Pain. Das ist alles sehr, sehr großer Pain. Oh jo. Aber viel Auswahl auf jeden Fall. Das wäre schon mindestens schon mal irgendwie eine Überlegung. Das ist ein bisschen zu viel brav, auch zu viel brav. Ich will eine lesbische Das wird zu wenig. Nee. Okay. Gut, ja. What the fuck? Okay. Das sieht aus wie ein Typ. Du siehst aus wie ein Typ, dermat. Das ist kein Typ, sein verfluchter Scheiße. Bin ich schon bei Frauen, oder? Ich glaube, du bist eine Frau. Ja, doch, du bist vom Gesicht eine Frau. Hätte ich mal gesagt. Ja, okay, da unten, ich sehe schon, da unten ist jetzt eigentlich nichts mehr. Also ich glaube, ich nehme die eine, was ich mir gedacht habe. Ja, das sieht eine so relativ aus. So, wo war das? Das wieder findet, ja. Was ist das? I guess. Ich meine, besser geht es nicht mehr hin, kommt mir vor. Scheiß zum Bund, das ist ein bisschen Käse. Das ist doch scheiße. Das ist noch mehr scheiße. Nee, wir nehmen das, ich habe keine Ahnung. So, warte mal, wenn ich hier so ein bisschen, was haben wir denn hier? Ich will irgendwie das eine auffällige Farbe, weiß auch nicht. Ja. Ha. Huh. Okay. Ist ja violett. Ha, huh? Ja, okay. Okay, nee, grün, nee.
Nee, dann wäre das kacke. Okay, wenn, dann bin ich eher oben, ja. Dann bin ich hier eher so rechts. Hat auch irgendwas. Das ist zu hell. Wenn das ein bisschen dunkler wäre. So ein Violett. Einfach so ein Violett. Was, wo bin ich denn? Hä? Nee. Mal hier. So. Hängt zwischen den zwei so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme die. Ich glaube, ich nehme die, ja. Ja. So, ist das gespeichert? Ja, ich denke, ich hoffe. So, aber das ist jetzt, was ist denn jetzt schon wieder? Gesichtsfarbe, mit Narben, Sommersprossen, was labert der? Gesichtsfarbe, mit. Aha, Grübchen oder so, also Käse. Sommersprossen und Muttermale. Aha. Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen halt, nicht so die Welt, aber auch nicht so wenig, also. Also, ja, I don't know. So irgendwie? Sommersprossen. Nee, Sommersprossen bin ich eigentlich gar kein Fan. Okay, ja, das ist halt auch so. Nee, das Kinn ist auch. Da oben brauche ich es eigentlich auch nicht. Da brauche ich es eigentlich auch nicht. Ist auch schwierig. Auch scheiße. Nee. Das ist eigentlich theoretisch das am besten. Einfach so ganz clean. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber also, ja, das wird noch irgendwie. Das ist. Nee. So, aber das hier, Narben und sonst irgendwas. Ah ja. Aha. Nee, kein Fan von der Narbe. Obwohl. Das ist so Annie-Style. Ha. Okay. Das wäre, glaube ich, cool, wenn ich einen Typ oder so spielen würde. Das wäre maybe cool. Aber maybe that. Ach, leck mich, wie gesagt, wir sind rebellisch. So, denke ich, wir haben. Wie sieht's, ja, passt. Augenfarbe, Augenbrauenform. Oh, zweite. Jetzt schon wird. Nee, das ist ein bisschen zu. Boah, das sieht irgendwie süß und traurig irgendwie aus, keine Ahnung. Nee, wenn dann der zweite, oder? I guess das zweite. Ja, genau, Monobräu. Man kennt ihn. Jawohl, gib ihm. Nee. Das wird so nix. Wobei, jetzt bin ich mir doch auf. Leck mich, ich nehm das. Augenbrauenfarbe. Ah ja. Ja, doch. Das fünfte? Schwierig. Ich kann es auch mit meinem Violetten, ey. Ah, Augenfarbe. Ah ja. Oh ja, so ein Blau. So ein Blau, das ballert. Nee, das ist ja nicht so. schwierig. Das nenne ich blau. Nee, aber da war schon was dabei, warte. Irgendwie ja. Irgendwie ja. Okay. Ich glaube, wir haben's. I like it. So, aber das jetzt schon wieder. Stimme. Das war gar nicht schlecht. Sicher. Es war wunderbar. Das ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Total. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin. Von mir aus kann's losgehen. Okay. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Das war gar nicht schlecht.
Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage. Es war wunderbar. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nee, das ist zu. Von mir aus kann's losgehen. Wie da so eine Mitte haben, das wäre es noch perfekt. Das war gar nicht schlecht. Ja, weil immer das. Okay, Schwierigkeitsgrad, ich habe keine Ahnung. Ja, nehmen wir. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So, gib deinen Namen einen Charakter. Hexenzauberer, ja, leck mich der Arsch. So, Vorname. Habe ich mir schon überlegt. Kriegt mal in die Phrase, easy going. Also, es ist so typisch, dass ich das nehme, aber das ist jetzt mal nicht typisch, obwohl es eigentlich auch logisch ist. Bam! Da ist sie, Jessica Raines, Alter, was los? Die, was weiß ich, Tochter von Roman, I don't care. So. Ich habe keine Ahnung, was dich hier. Diese war bestimmt im Schlaf deines Arbeiters und die andere dich ansprechen. Hexe. Wäre geil, wie eine Hexe Lilly. Das hätte. Zauberer. Ich glaube, ich nehme Hexe. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber nehmen wir mal. So. Beginne deine Reise. Ich würde da mal sagen, outfitmäßig geht es eh nicht. So. Warte. Ja. Ne, ich glaube, we did it. Wir beginnen unsere Reise. Seid ihr ready? Ich bin nicht. So, ist das hier Intro? Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit ihrem eigenen werden sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor.
Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen das. Alles in Ordnung? Oh. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir. Falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Alter, so will man mal gern hier landen irgendwo. Ich dachte, wir kommen jetzt einfach easy peasy lemon squeezy zu Hogwarts. Aber nee, wir sind jetzt am Popo der Welt. Auch geil, ey. So, warte mal. Das ist hier... Okay. Ich werde mal kurz, nur ganz kurz... meine Kamera ein bisschen kleiner machen, mal schauen, ob das einen Unterschied macht. Und dann geht's gleich hier komplett los mit der ganzen Schieße. So, macht das einen Unterschied? Aha. jo. Schon. Gut. So, aber, hey, wird. Okay, man merkt auf jeden Fall, dass es auf der PS5 ist, weil der Stick fühlt sich anders an, wenn man hier und so. Gut, gut, hier ist irgendwie gefühlt gar nichts. Cool, passt. Kann sie mal schneller laufen oder sonst irgendwas? Da kann ich hier gerade irgendwas machen? Nee. Gut, dann gehen wir mal. Alles ist hell. What the fuck? What the? Oh.
Diese Ruinen. Der Aufschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Aufschluss aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George meine Suche nach dem, wohin er führen soll, haben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gerne umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst auch sein mag. Geil. Alter, am Arsch der Welt, aber es sieht halt so geil aus, der Weg nach Hogwarts. Ah, okay, ich kann laufen. Folge Professor irgendwas. Professor Fick und ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Fick. Und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriöse Ruine erkunden, der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Okay. Ist der Sound irgendwie ein bisschen sehr laut? Mir kommt das irgendwie sehr laut vor. Nee, geht eigentlich. Okay, ja, mach mal weg. Gut, dann, Doktor, Professor, hast nicht gesehen, Fick. Wohin? Kann ich hier was schlagen oder so? Ah, springen? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form einer Magie gesucht. Okay. Hä? Achso. Also, ich dachte schon, hey, wie bei den brauchst du? Also, das sieht ja mal nur mal geil aus, wie das hier aussieht. Boah. Alte Magie. Okay, und deswegen kommt einfach ein Drache aus dem Nichts und fotzt uns komplett weg. Ich dachte sowieso, dass die Kutsche irgendeinen Bug hat, weil halt ohne irgendwas losgeflogen ist, aber nee, das war gewollt, dass die Dinger unsichtbar sind. Ist dein Haupt auch dieser alten Magie? Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam, aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Was, wo? Ah. Okay. Kann ich mir was schlagen? Kann ich hier die Dinge hier platt machen? Oh Gott. Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Das stimmt, das war ja auch bei Avatar mal so. Magie ist Macht. Wenn man sie falsch einsetzt, dann ist sie ja scheiße. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Natürlich. Man wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Weiß ich doch nicht, Auf das Zentrum. Basiszauber. Achso. Okay. Aha. Nutze deine Kamera, dann aktives Ja. Einige Spieler bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die Kamera. Man sieht doch nicht, wie ich es will. Da brauche ich erstmal einen richtigen Fight, dann kann ich mehr sagen. Ah, jetzt kann ich hier. Reinfotzen hier, wenn das ausgewählt ist. Okay. Und anscheinend kann ich unendlich viel Magie machen. Alter, du! Okay. Als erwartet. So, kann man so sagen. Sind wir das noch irgendwas, wenn ich die Dinger hier platt mache, die Vasen? Ich glaube nicht. Ja, ich bin Profi. Ich bin Profi-Hexerin, also easy. Mit Ducken. Ah, rollen kann ich so, okay. Kann ich mit Ducken auch oder nur rollen? Ich kann nur rollen. Okay. Da oben. Was? Okay, da können wir aber nichts rüberleiten. Wir kommen doch da hoch. Okay, der Typ ist sportlich. Lecco mio. Also, bei uns dachte ich mir schon, aber bei dem. Ja. Ich hab schon da keine Allerdings mehr. Warte mal, hier. Waren wir hier schon?
Ich habe irgendwas gehört. Irgendwelche fliegenden... Irgendwas Viecher. Boah, die Sonne voll in die Fräse. Nicht mehr weit. Ach, okay, so kann ich direkt an die sehen irgendwann, okay. Ich wollte eigentlich schnell, noch schneller laufen, aber okay. Okay, okay, okay. So, was wollen wir jetzt hier überhaupt? Haben wir jetzt den Schlüssel? Ja, Schlüssel haben wir. Ja, ich mach doch nichts. Reparo! Chop Chief Chop! Okay. Okay. Ich will das auch machen, ey. Oh, ist ja geil. Lol. Wie gut, dass wir den Professor hier bei uns haben, sonst wären wir am Popo. Sonst könnte man schwimmen oder so. Einfach aus Prinzip. Warum auch immer. So, Kollege, was wollen du von mir? Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Um was zu sehen? Die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Nicht hergehört, ja, das sieht mir. Okay, das sieht schon so aus, als würde es hergehören, aber. Sieht halt keine Ahnung. Aber ich hoffe, die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir. Damit, okay. Dies ist also still, halte gerückt um die Einzelheiten des Auftrags ein. Ja, okay. Okay, da drüben. Das heißt, hier geht's irgendwo weiter, okay. Es lohnt sich aber halt auch absolut nicht, die Scheiße zum Platt machen, ey. Ich bekomm nichts. Das ist kacke. Also, es sah schon von draußen aus wie eine Ruine aus, aber jetzt ist es noch mehr eine Ruine. Ah, ist hier. Sein Zuhause? Von wem? Also von dem. Ja, guck mal, das schon, wo der ist. Er hält auf jeden Fall ein Buch und die Welt? Oder so? I don't know. Aha. Chess, hast du einen Plan? Wohin? Ich nicht. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nun blockieren? Oh Gott. Was ist das? Ich spüre irgendwas. Oh! Hä? Oh! Warte mal. Ah ja. Und wie jemand diesen Stein hierher beschworen haben. Und wie kann dahinter ein Raum sein? Das weiß ich. Welcher Raum? Den sieht er wieder nicht. Nichts. Das Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Soll ich einfach mal bamsen? Jo. Bringt sich sehr viel. Interagieren mit der Magie. Wie? Achso, lol. Was ist Merlins Name? Hä? Weck den Kobold auf, willst du? Hat den Kobold? Wo bin ich? Wo sind wir? Danke. Ach, jetzt bin ich hier. Hat den Kobold? Ach, da ist ein Kobold. Ach, lol. Was zum Teufel? Kollege, warte mal. Ich komm gleich. Aber ich bezweifle, dass ich überhaupt irgendwas machen kann. Okay. Das ist so, Beförderungsdingsbums 8, aber mäßig, aber halt irgendwie, keine Ahnung. Okay. Ja gut, dann ich will mal. Okay, dann kann ich den Sauber bewegen. Oh, auch du Stück! Willkommen bei Gringotts Zaubererbank.
Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptgrund. Diese Verlies sind am neuesten. Sind die beiden Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beiden könnte heute den Dienst beanspruchen. Gut, geht los anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall ist der Allverzauberung. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, ich sehe. Artikulieren. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Greenwoods Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Gebiet doch vor uns. Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Da sind wir. Alter, warum? Wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Warum sehen wir immer so aus, als würden wir richtig viel Angst und alles nötig haben? Keule, mach mal hier dein, weiß ich nicht, dein Gesicht mal anders hier, das ist ja... Er ist halt so, oh mein Gott! Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Besser? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen.
Zauberstab bereithalten. Bitte? Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung des Zauberstabs entlang des Pfads des Symbols zu beschleunigen. Was will der? Mit L, okay, Start. Ach du. Und ich muss schon sagen, dass diese scheiß rote Arschkrünze hat. Aha. Okay, habe ich, glaube ich. Revelio. Wirke Revelio. 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 Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Und, Revelio. Ah ja. Cool. Oh, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Scheiße. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls ich Ihnen einen Weg offenbare, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ja, also wahrscheinlich nur angreifen und fertig. Okay. Revilia klingt irgendwie voll französisch oder so. Geh weiter in das Gewölbe, ja, okay. Da ist halt echt absolut nichts zu holen oder zu schauen oder was weiß ich. Zum Glück, weil ich mag sowieso solche Sachen nicht, weil man hier tausend Sachen lesen muss. Zum Glück. Okay, ja. What the fuck? Ah ja. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, den Weg heraus verdienen? Glauben Sie, es ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ja, ich denke, wir wollen nach Hogwarts. Jetzt sind wir irgendwann Popo der Welt. In einem fucking Verlies. So kann es auch gehen. Leider, ja. Ja, muss ich eh, weil ich habe keine Taschenlampe. Ich weiß nicht, wie. Was hat er gesagt für die Taschenlampe? Keine Ahnung. Für die Taschenlampe, für das Licht. Ich sehe da vorne etwas. Ich sehe, ah. Was ist das? Weiß ich es nicht. Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Also ich glaube, das Leuchten werden wir noch viel öfter sehen, kann das sein? Hä? Untersuchen, wie, wart, wann? Was war das denn für eine Scheiße? Entscheide dich, wie du weitergehen. Was? Entscheide dich, wie du weitergehen. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ja, dann machen wir mal einen auf D vielleicht. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das okay. Stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Stimmt, lol. Halt. Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. What the fuck? Ja, drücke. Ja, okay. Okay, was bringt jetzt? Also Lumos ist jetzt hier Licht, oder? Das ist ein Lichtzauber Lumos, okay? Der automatisch den Zauberset hinzugefügt wird. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze des Zauberstabs, damit du im dunklen Bereich besser sehen kannst. Ergibt Sinn. So. Halte und tippe Dreieck, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Lumos. Ah, sehr gut. Ah, cool. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Okay, ja dann, so. Easy. Easy Rätsel. Servus! Oh Gott. Uh-oh. Kommt das hier ein Fight? Wenn ja, haben wir ein Problem. Weil das sind ein paar viele. Natürlich, Potrecko! Potrecko! Was labert der? Was ist jetzt? Speichern! Ja, geil! Zug! Fotz, ihr ihm am Fatzmäschig da. Welche Angriff mit Protego aus, wisst? Er muss mir auch nicht angreifen, mehr irgendwer. Hier, Protego, da, schau, hier, schau. Ach so, wenn bei mir Geld blinkt. Adieu, jetzt verstehe ich, glaube ich. Ey, du Kindalli, brauche ich noch einen Block, der Hammer. Hallo, geht mal auf mich los, ihr Wichser. Hallöle.
Ach, super, was? Schlägt mich keiner, die Fotzen. Zap! Jawohl. Was? Ja, ich bin dabei. Jo, so nicht. Okay, so. Ja, okay. Warte mal, ich... Fotzi! Jawohl! Oh shit, what the fuck? Pratechko, Chief Kahuschka. Alter. So. Bleib in. Ja, bin da. Bin da. Ja, bin da, du Vollhonk. Hallo. Okay, da war wirklich ein Test, Alter. Ich sehe da auch nichts. So, wohin? Was? Hä? Das jetzt? Professor Fick! Wo ist er jetzt hin? Wo sind Sie? Da, irgendwo hin. Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Ja, ich weiß auch nicht. Das, was dahin. Ist los? Was weiß ich? Von der Magie scheint mich irgendwo hinzuführen. Meine Fußspuren führen mich wohin. Ah, wieder dort. Also wirklich ein Test, ja, Tutorial halt, ja. Man kennt's. Das Leuchten wieder. Man kennt's. Ah, wieder das Thema. Okay, dann jetzt einmal das Ding wieder. Super geil. Okay, also, warte mal, jetzt das Ding. Du. Warte mal, dann warte ich, bis der mal hier komplett fertig ist. Und dann kommen die, warte mal, verkehrt rum. Also ist schon geil gemacht hier, muss man schon mal sagen jetzt hier. Jetzt schon. Ja, ich bin dabei. So, Hammer. Oh Gott, wenn sie nochmal 1000 kommen, dann ist es schwierig. So. Natürlich. Natürlich! Hä? Wie? Nee. Wie herauskämpfen? Warum? Ist doch nichts. Wie die Statuen. Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Wie soll das jetzt gehen? Ja, wie? Wenn ich anleuchte? Nee. Achso, nee, warte mal. Super. Ich glaube, ich bleib jetzt trotzdem stehen. Okay, wie soll ich die gleichzeitig hier zum Dings machen? Zum Dings kriegen? Lumos. Wo muss ich sein, damit alle gleichzeitig zum Stehen kommen? In der Mitte halt hier. So. Ach, leck mich. Leck mich. Doch, okay. Alter, Feuerschrock. Du Schwein. Den ganzen Arm, Ohrschloss. So, weg mal hier. Kannst du mich nicht verpissen? Scheiße hier, da. Friss das. Das ist eh nix. Fuck die Level 1. Ich bin gar nix. Ja, Schüsse und so. So, noch jemand Stress? Jetzt halte während des Protego gedrückt, um Gegner mit einem irgendwann kann zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Was? Ah ja. Halte gedrückt während gedrückt. Also zuerst halt blocken und dann halt gedrückt halten. Oder wie? Oh hi. Schwierig. Ja, jetzt? Nee. Hä? Hab ich doch. Ach so, verfickte Arsch. Scheiß die Wand dann. Okay, ich hab's. Ich hab nicht mal hingeschaut, jetzt einmal nach King Kong. Wo bin ich? So, jetzt ab. Verstehe. Ja, Suprotsko oder Chief Shop. Warte, so nicht. Okay, eine Challenge habe ich. Ja. Nein, nicht zu dem. Dem, egal. Tja, kannst knicken, Kollege. So, okay, passt, hab ich. Hab ich raus. Heilen? Nee, heilen tun wir noch nicht.
Okay. Okay, es geht weiter, der Tutorial. Ah, sprinten, jawohl. So, wo ist jetzt unser Professor Fickheimer? Ah ja. Ach lol. Ja lol, okay. Alter. Was sind das für Räume hier? Kannst du gar nicht mehr klar auf dein Leben, ey. Lumos. Haben hier Licht. Da bringt sie gar nichts, super. Okay, jo. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid.
Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und sie hat nun keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Echt ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich.
Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ist das Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Was weiß ich, die Einführungsfeier, der sprechende Hut wird deine Entscheidungen berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Slytherin. Haus Slytherin bekannt für Gewissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Okay, ich könnte auch ein anderes Haus nehmen, aber ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich einfach mal, ich nehme es. Danke dafür. Jo. Was weiß ich. Von der sortierteren Sorte wird. Schofi. Geil. Du gehörst nach Slytherin. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht fleißig sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration.
Nun denn. Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Okay, so, jetzt erstmal hier klarkommen auf mein Leben. Eine Frage zuerst. Spielt das ganze Ding eigentlich vor Harry, wo der hier in Hogwarts war, nach Harry mit drin, was ich bezweifle? Oder wie oder was da überhaupt? Nur mal so. So, und das nächste Ding. Ich bin irgendwie froh jetzt, dass ich hier Slytherin, wie das Ding heißt, da genommen habe, weil erstens grün, ja, grün steht ihr auch richtig geil. Und so ein Schlangendingsbums ist auch geil. Keine Ahnung, was die anderen Sachen sind, weil unten beim Ladebildschirmdingsbums, was war da noch? So ein Drache kann sein. Also irgendwas Rotes, Blau glaube ich war noch. Ja. Also, oh, ich komme mit Slytherin, komme ich auch klar. Okay. Kann man jetzt irgendwas ansehen, so von den anderen Zimmermitbewohnern? Nee. Okay. Sorry. Upsi. Okay, finde deinen Gemeinschaftsraum. Ich muss mich zu meiner geben. Klingt, als wäre in der Nähe Stimmen zu hören. Vielleicht sollte ich ihnen folgen. Okay. Ah ja. Cool. Okay, Helfer habe ich eh genug. Gut, dann würde ich mal sagen, da gibt es eh nicht so viel zu schauen. Gehen wir mal raus. Okay. Ja, leckfett. Die Musik auch im Hintergrund, voll stimmungsvoll. Kann ich überall rein, ja, oder? Doch, lol. Okay. Warum kann ich hier, okay, cool, Kohle. Ich sollte mich auch hier umschauen, überall. In fremden Zimmern, ich meine, natürlich. Der Spiegel funktioniert irgendwie, okay. Geht da jetzt auch ein Apfel? Ja, überall Apfel rein, ja. So, bitteschön, nächster. Geil. Okay, Schränke, jo. So, wie checke ich dann wieder, wo ich eigentlich mein Hauptzimmer habe? Hier halt, aber wie checke ich das wieder? Keine Ahnung. Ich kann wirklich überall rein, Alter. Hier kann ich nichts klauen. Keiner rummeckert, kann ich auch nichts für. Aber okay, die Zimmer schauen halt alle wirklich komplett gleich aus. Das ist keine Sau. Ah. Ich gebe ein bisschen Münzen, wofür auch immer. Wieder Äpfel, ich kann überall Äpfel, natürlich. Okay, ist das ein Schminktisch? Nee, sah so aus. Okay, das ist ein Schreibtisch. Und Speichern und Schachbrett, okay. Gut, okay. Dann gehen wir mal Richtung Missionsziel, sag ich mal. Ist ja voll geil mit den Schlangen. Ich hab's zuerst gar nicht gecheckt, dass das hier überhaupt eine Schlange sind, so auf meinem Wappen. Alter, überall ist zum Fressen, Alter, what the fuck ist das? Guten Tag. Wie bewegt sich der? Natürlich. Natürlich bewegen sich die Bilder! Die aber nicht. Glaube ich. Aber die da oben bewegen sich auch. Der große auch nicht, oder? Nee. Das ist ja wie, sieht aus wie Medusa hier mit dem Haar und dem Schlangen, also Schlangenhaar. Soll das eine Information von Medusa sein? Wahrscheinlich. Ah, da bin ich. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Hätte ich groß gesagt. Stell dich Imelda vor, stell dich Omni. Ominis vor und Sebastian, okay.
Oh, wieder was zu fressen, natürlich. So, guten Tag. Das hilft gar nicht. Ja, du bist Sebastian Salou. Gut. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Salou. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Feig, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Feig gut geht. Natürlich war es grauenvoll, aber auch ein Abenteuer. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden in Hogwarts nicht gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Okay, also wir bekommen nicht alle Zaubersprüche von der Schule. Warum auch immer, ist sie nur eine Schule, aber ja. Kann ich eigentlich auch? Ah, so kann ich genau zielen. Okay. Ich darf auch in Räumen zaubern. Okay, cool. Ich werde aber auch oft. Imelda Race. Omini Niscount. Okay. Kann ich hier eine Liebesbeziehung auch machen? So, mit hier. Mit der Imelda? Das wäre geil. Ich schalte. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Feig hereingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Feig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Vielleicht hätte Professor Feigs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Hm. Okay. Also fliegen werden wir dann auch noch. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Oder ob das geil wird. Das kann nur geil werden. Ich meine, Waterfall ist fliegen. Omini irgendwas, Omnimus, bla. Okay. Ich glaube, ich habe was gehört. Hm. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Kann das sein, dass er blind ist? Ach, ich wäre viel lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz.
Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin neu? Ja, das ist so nett hier, was soll denn das? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ah ja, das bin ich. Neuzugang, geil. Yo, Weasley, ich komme ja an. Das ist nicht Ron Weasley, das ist eine Weasley. Das ist wer anders. Okay, habe ich also auch schon gecheckt. Nix. Wo sind wir hier unten im Wasser? What the fuck? Warte mal. Ja, Tatsache. Okay. Das ist unser Bereich hier sozusagen im Wasser oder unterhalb vom Wasser. Aber wir sind nichts sind. Wir sind ja Schlangen sozusagen, ich meine, also irgendwie so plus minus. Auch geil. Ich kann hier im Wasser herumlaufen. Cool. Vor dem Gemeinschaftsraum, okay. Alter, was für kranke Bilder, ey. Ist ja voll geil. Aber okay, die Bilder bewegen sich hier nicht. Nee, die bewegen sich nicht. Holy soli, holy moly. Ist ja geil. Ja, ich bin auf jeden Fall im richtigen Gebiet, Dingsbums hier. Slytherin, Egg Market. Egg Market allein schon wegen diesen Bildern. What the fuck, ist ja voll geil. Alter. Da passt er perfekt mit dem Ritter hier. Holy geil. Guten Tag, bin da. Was ist hier? Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Ja, warte mal, da ist eine Truhe. Oder irgendwas Haustruhe passiert. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Hä? Tu da nicht. Jetzt. Nee. Hä? What the fuck? Ich sollte hier folgen und sehen, was ich mit dem machen kann. Ja, wie denn?
Hier irgendwo? Das ist... Nein. Okay, die Truhe, die hat Augen, auch geil. Was ist hier mit dieser Seite, damals? Hallo? Hä? Das Ding verarscht mich ein bisschen, kann das sein? Hallo? Ach so, ich muss da... Ah ja, okay. Kelpie-Statue, Handbuchseite. Diese Statue stellt einen Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem mir berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness. Ah ja. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Handbuchreise sind die einzige Möglichkeit, Erfahrungspunkte oder EPs zu sammeln. Handbuchreise sind die einzige Möglichkeit. Ja, geil. Handbuch. Ach du Kack. Leute, ich habe wieder keinen Plan, wo ich meine fucking Cam hinbamsen soll. Nur mal so. Fällt mir gerade auf. Das ist deine Zauberstufe, die du hast, deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Herausforderungen. Ach du Scheiße. Gesamter Fortschritt, okay. 1%, geil. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderung zu dir freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Handbuchseiten. Guck mal, Aufträge Kampf. Raum der Wünsche. What the heck? Sammle in Hogwarts 2 Handbuchseiten. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Au! Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderung angefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigestellte Belohnungen einzusammeln. Ah ja. Aktivisiert Kelpie-Statue. Raffiniert nicht? Okay. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Okay. I guess. Ich glaube, da oben. Warte mal, die Mitte. Da wollte ich nicht hin. Ich glaube, so die Mitte, die kann passen. So. Ich finde es so geil hier mit der Schlange hier. Ich könnte abnudeln, ey. Leute, ist gerade einer. Da ist gerade einer rausgegangen und die Tür ist jetzt verpackt. Oder was? What the fuck? Voll geil. Okay. Man kennt ihn. Okay, die Herausforderungen werden noch wichtig für uns. Die perfekte Gelegenheit, einen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Kann ich mal zuerst hier, da war noch eine Truhe. Du hast einen Flohflammen-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um eben du zu einer Decke Flohflammen zu reißen. Aha. Karte. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Wähle die Region große Treppe aus, also hier. Okay, und da ist irgendwo wähle die Region große Treppe aus, um fortzufahren. Die berechtigte Treppe von Hogwarts. Wähle die. Ja, warte mal. Okay, hier ist nichts. Hier. Okay. Ach du Kacke. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Okay. Graue markieren den Schein unentdeckter Flammen. Aha. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle die Region Bibliotheksanbau.
Professor Weasley hat für die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nütze, um die Karte zu drehen und begib dich per Scherze. Oh Gott. Okay. So, hier ist ein Dings und hier gib ihm Reisen. Sie kommt jetzt mit hier? Ja, sehe wahrscheinlich schon irgendwie magiemäßig. Safe. Und da haben wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Haupthalle oder der Kloflamme? Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Von der Haupthalle. Von da. Alter, diese Bilder, ey. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Aber das ist das hier für eine. Das ist ja voll krank. Das heißt erst einmal, Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören?
Sie hat mich überrumpelt. Aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent sie auch sind, denke ich, ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das hat Lading und dann bringt die Geschichte voran, schaltet neue Fähigkeiten frei und gewährt EP. Also EP bekomme ich auch vom Dingsbums, okay, aber das andere Ding kriege ich nur von diesen Herausforderungen, okay. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt, okay. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, und dann, okay. Die Zaubersprüche können durch Erledigen oder der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbedingungen erworben werden. Ach du Schnitzel. Wir brauchen einen Auftrag mit der Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Belohnung Azio. Belohnung Levioso. Levioso war das hat er gemacht, oder? Warte mal. Sagt das Professor Hackerts Unterrichtsraum im unteren Teil des. Ich könnte mich in diesem Schloss verlaufen. Vielleicht muss ich den verzauberten Kompass im Handbuch verwenden. Genau, besuche den Unterricht zur Verteidigung gegen die was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Machen wir mal dieses Levioso irgendwas Ding. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Sind wir dann immer fertig mit dem Gelaber? Boah, ey. Junge, Junge. Habt ihr abgeschlossen? Wir kommen in Hogwarts. Verzauberter Kompass wirken. Der Verzauberter Kompass wird sich so. Nein. Okay. Wird dich zu allem führen, was du verfolgst. Okay, da ist das Ding wieder. Okay. Gut, also da geht es dann lang zum Dingsbums. Okay, dann gehen wir einfach mal dahin, weil ich glaube so das Große vom Großen kann ich noch nicht machen. Aber was ist hier? Ist hier eine Nemesis oder was? Was drin? Ich weiß es einfach. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stoppst. Rätsel lösen für die zusätzliches Licht. Ach du Scheiße, 1000 Milliarden Zaubersprüche. Töte Gegner sofort, what the fuck, cool. Ach du Schnitzel.
Okay, So, ich gehe einfach alle durch. Gut, warte mal. So, Baby? Tut das was? Nee. Ah ja. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Weiß ich doch nicht. Wie soll ich das jetzt merken? Bist du dumm oder so? In der Nähe, ja geil. Find den Ort auf dem Gelände. Das Gemälde zeigt einen Ort, der in der Hauptstadt zu sein scheint. Ich sollte den Bereich untersuchen, um herauszufinden, ob ich ihn finden kann. Ja, ist geil. Treppe runter und in der Nähe ist irgendeine Statue. Treppe runter. Treppe runter, lol. Da schon mal nicht. Tu mal das weg hier. So. Oh, hier ist eine fucking Treppe runter. Also Treppe runter ist das hier, ja, okay. Das sind 1000 Treppen. Eine Säule. Wo ist hier eine Säule? Da ist eine Säule. Maybe hier irgendwo? Ah ja. Okay, habe ich. Sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Ja, weiß ich was nicht. Ist so besonders daran? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, hier ist eine Schnellreise. Jo, ich muss nur hingehen. Okay, interessant. Die Gemälde labern auch noch. Die bewegen sich nicht nur, die labern auch noch. Ja, super geil. Igni der Wilson. Ah, du bist hier für meine Schnellreise. Was soll ich jetzt hier machen? So ganz blöd gefragt. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ach, lol. What the fuck, warum hab ich nem... Hä? Wo ist denn die Keule, was dir hier helfen sollte, deswegen? Warte mal, so, zap. Geh rein! Wie tue ich das hier rein? So? Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Ich check grad gar nichts mehr, haben sie es Send help! Sandbuch seit Hogwarts 2, okay. Holy moly, fuck holy. Gut, so ich glaube die Kamera passt jetzt endlich hier. Warte mal, wo bin ich jetzt hier mit hier? Hier? Heraus, warte mal. So, hier ist das Buch. Ah, okay. Herausforderungen. Räume der Wünsche. Warte mal. Hier geht gar nichts noch. Okay, nur Aufträge und Handbuchseiten bis jetzt. Okay. Handbuchseiten. So, Belohnungen. Belohnung einsammeln. So, hab ich. Sammeln in Hogwarts 8 Handbuchseiten. Okay. Da geht noch gar nichts. Da geht auch noch gar nichts. Cool. Okay, hier ist Karte. Okay, ah, okay. Also, okay, okay. Ich. Chief Shakurva. Passt. Hätten wir. Raus. Wo ist jetzt hier. Wo war die jetzt? Da oben? Ah ja, da ist sie, glaube ich. Jo. Lenora? Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch. Obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Die Motte! Auch da ist eine Motte zum Rahmen. Okay. Schließe neben. What? Schub 2. Okay, cool. Schließe neben Beziehungsdingsbums ab 3. Okay, eins haben wir. Guten Tag. Kann ich hier nicht auch einfach wegfurzen, so einfach mal runter? Nee. Okay. Gut, ich will jetzt zu dieser Mission oder zu diesem Unterricht oder was auch immer. Jungs. Oh Gott, auch wieder Rätsel hier. Oh Gott, hier sind 1000 Milliarden Rätsel, da kann sich keine Sau dann wahrscheinlich auch, mein Gott. Da war ich wahrscheinlich ein Zauberspruch oder irgend so ein Käse, warum fliegt hier in die Seite herum? Okay. Gut, gehen wir mal hier durch. Hier durch? Hä? Achso, es muss laden, ah. Verwandlungsrufe.
weiß pisst. Holy Macaroli, ist das hier groß alles. Oh Gott. Ja, es haben in YouTube viele gemeint, dass, also verlaufen könnte man hier sich, aber so was von. Handbuchseite! Wir werden irgendwann brunnen. Diese Spitze des Okay, das ist jetzt nicht so interessant, das ist einfach nur Handbuchseiten halt. Okay. Ja, hallo! Also, ich bin ein Katzenfan, da kann ich schon mal sagen. Das finde ich gut, dass hier eine Katze ist. Okay, bring mir das jetzt. Ich habe jetzt irgendwas gebracht. Nee, eigentlich nicht. Okay, cool. Hier hat irgendwas geleuchtet gerade. Wo war das? Sie, maybe? Wer weiß hier, da muss ich wirklich überall. Jeder Wand kann irgendwas sein. Habe ich schon gemerkt. Hier, also hier, Schnellreise. Zaparaparup. So, wohin? Hier so. Gott, hier ist in jedem verkackten Raum halt ewigst viel zu sehen, also irgendwas ist hier zu tun wahrscheinlich. Oder ist es zu Stufe Schloss auf Stufe 2? Und was kann ich für ein Schloss machen? Wie überaus nervig, wenn Sie Fragen stellen, kleine Rotznasen. Ich lüge einfach. Der Wasserspeicher labert auch. Ich glaube, ich hänge, Alter, what? Hier ist er. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt ist es auch wieder so das blaue Dings und das. Ilius irgendwas. Ist. Wenn er sagt, der Junge, der verweist ein Zauberer, der bekannte, Scheiße macht, indem er seine Mauspatrons beschwor. Gottes Willen. Um Gottes Willen, So, bin ich hier richtig? Laut dem Navi eher nicht so. Was ist denn mit diesem verkackten Truhe hier? Ich fotz dir gleich so eine. Komm ins Auge. Okay, da. Das dauert noch. Okay, bis ich da mal was auf die Reihe kriege. Jetzt bin ich hier im Kreis gelaufen, oder? Oh Gott, hier. Und ich und hier sind, Alter. Halleluja. Also ich, wenn ich hier keine Minikarte hätte, wäre ich verloren. Bewegt sich das Skelett auch? Ich kann es wirklich, glaube ich, alles bewegen. Aber es lebt alles. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal richtig hier. Guten Tag. Ja, sehr geil. Schön, stabile Schnellreisen. So, guten Tag. Alter, gar nicht creepy, gar nicht creepy. Let's go. Ah ja. Ist das alles? Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay, wieder das Thema. Ja, wissen wir. Zap, 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 habidere. Levioso. Levioso. Mit der Feder übe ich jetzt. Geil. Ja, easy. Probieren wir etwas Größeres. Hm.
Beginnen wir mit dem Basiszauber. Ja. Zap, geht nicht. Sehen Sie, wie Scheiße. Den Zauber abwehrt. Ja. Wirken Sie diesmal zuerst den Levioso und dann den Basiszauber. Okay, halten wahrscheinlich. Ja. Ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Prude vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Sprich, gelbe Schritte mit Kontrollzaubern, wie dem Leviathan. Gelbe mit dem Dingsbums. Okay, schaff. Und jetzt die Bim. Okay. Einfach. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Protego ist Schutz, oder? Glaube ich. Oh Gott. Okay, wenn ich einfach mal Levi... Stop! Kannst du gar nichts, du Nutzensohn, ey. Was los? Peinlich, hä? Oh, du bist so peinlich. Oh, bist du peinlich. Ah, fuck! Du kriegst! Was passiert hier? Hallo? Du bist amphibische. Hallo? Hä? Ciao, also weg ist er. Easy. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Ach Quatsch. Easy go. Fuck! Das war falsch gedrückt. Verdammte Scheiße. So, tschüss. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Naja, war jetzt nicht so einfach. War jetzt nicht so schwer. Ah, Kollege. Ja, hat los. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht... Schön, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Ja, ich hoffe mal, ich muss diese Erstklassik. Easy. Ich hoffe, ich muss mir die ganzen Namen nicht merken, weil das könnte knicken. Das wäre ja Lukas irgendwas. Okay, und das andere Ding ist... Hä? Warum soll ich jetzt hier runter, wenn das Ding oben ist? Laut dem Navi. Navi. Wo will das Ding her? Also da oben. Ah, okay. So, da oben. Ah, okay, da oben haben wir eine Schnellreise. Du schaust auch so auffällig aus. Oder auch nicht. Du schaust wirklich nur auffällig aus. Ist es aber nicht. Okay.
Sieht alles auffällig aus, dammit. What the fuck? Da auch nicht. Ich dachte, ich habe hier safe irgendwo. Ja, ist klar. Natürlich gibt's hier ein Privatkonzert von unsichtbaren. Ja. Das ist Hogwarts. Das ist Hogwarts. Kann ich hier da reinpoppen? Nee. Der ist so einfach. Ich lasse sogar Handabdrücke. Also Handabdrücke, Schießabdrücke, aber. Ah ja, siehste, da ist was. Skelett eines Auguri. Das ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augurl. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigen. Ja, geil. Den brauchst du. Stufe 3. Fähigkeitspunkt gibt's hier aber nicht, oder? Oder wie war das hier? Naja, schauen wir mal. Erstmal nochmal das andere Ding lernen hier, wenn ich den Weg finden wird. Ah ja. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger, also diese Gemälde haben sie sich echt übertroffen, die Entwickler. Pff. Bist du moppert? Hier ist wieder irgendwo eine Truhe unter mir. Warte mal. Das kann ich irgendwie. Das kann ich gefühlt unendlich machen, oder? Ja, das ist, braucht keine Abklingzeit oder so ein Käse. Na. Auch soll annehmen? Also die. Da bin ich eben beim Klassenzimmer, oder? Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, welches was hier genau abgeht, aber okay. Let's go. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Danke. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Feen aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Accio oder so. Accio? Accio halt. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen.
Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Hm? Hm? Kurzum, verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich holen. Wie süß Sie alle da neben sitzen und zuschauen. So weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Ja, weiß ich doch nicht, wie weit. Ja, schon, aber weiß ich doch nicht. Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahin. Jo, ich zeig's. Ausgezeichnet. Oh, viel zu viel. Okay. What the fuck? Warum muss ich da loslassen? Sehr gut. Punkte für Slytherin. Hä? Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Das ist abwechselnd oder gleichzeitig? Okay. Aha. Ich hab's noch immer nicht ganz, glaube ich, gepackt, aber. Jessica spielt so, okay. Ich weiß nicht, wann ich da loslassen muss oder so ein Kill. Okay, warte. Ja, natürlich! Kann ich den auch nochmal? Nee, oder? Ja, das verliere ich. Ja, natürlich. Na bitte. Ja, what the fuck. Da kann ich eh nicht mehr gewinnen. Lol. Gut gemacht. Okay. Ha? Hat sie gewonnen. Kann ich dir mal Rückmatch oder so? Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Ah, okay. In der Tat. Geiler Scheiß. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Ja, mach. Oh, 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 oh. Oh, 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 30, okay. Genau so wird das gemacht. Naja. Warte, ich will den. Null sogar, wenn sie runter. Nee, also ich dachte schon. Okay, warte mal. Glaub nicht, dass ich es dir jetzt leicht machen werde. Komm. Was? Ich bin auf 50. Ich wollte gerade sagen. Aber auch Millimeter. Die Scheiße. Ach, die heilige Scheißdreck. Okay. Ups, ich war voll weg. Fuck.
Komm schon. Muss ich doch jetzt gewinnen können. Da ist er. Ausgezeichnet. Oh, leck. Hab ich gewonnen, okay. Boah. Ich wüsste nicht, was ich loslassen muss, dass sie aufhört zum Dingsen und zum Rollen. Und, oh, okay. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. So, haust du denn und so? Es gibt andere Zauberschulen auch noch, oder? What the fuck? Yo, hi und so. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onai übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für sie vorbereite. Okay, was auch immer das bedeutet. So, warte mal, hier irgendwo. Da oben ist eine Truhe. Nee, da unter mir ist Schnellreisepunkt. Neuer Auf. Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Trag. Guten Tag, ja. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, mach das mal. Und ich, was ist denn mit dir los?
was soll ich also machen? Nebenaufträge sind jetzt verfügbar, das war auch vorher schon. Wir sind in der Region von Hogwarts mit Dingsbums gezeichnet. Mit sowas? Ich dachte mit dem Zeichen überhaupt. Und können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptsache. Ja, das ist logisch. Der Bibliotheksanbau. Mhm. Weasley nach dem Unterricht. Professor Weasley will mich in ihrem Klassenzimmer sehen. Das zwischen dem Bibliotheksanbau und dem Master. Am Verwandlungshof liegt hoffentlich, hat sie etwas über den Ersatz meiner verlorenen Schulsachen zu sagen. Mhm. Der Südflügel. Ja, aber dann, wo ist es hier? Nehmen wir es hier? Gekreuzte Stäbe. Ich sollte mit Luke und Bradley bei der. Ah, da war ja aber duelliert, Dingsbums. Ah, okay. Verstehe. Alle zurück. Okay, und da ist. Also, wo es schwarz ist, Dingsbums, da ist irgendwo eine Mission. Cressidy Bloom hat ein Problem mit ihrer hohen Literatur. Sprich mit Cassidy. Zauberstab, Griff und Gold. Aha. Und da kann ich halt auch hinmachen. Reisen. Okay, verstehe. Verstehe. Und da ist halt irgendwas, da ist halt nichts. Okay. Aber da sehe ich auch, wie viele Dinge ich hier schon freigeschaltet habe, wie viele Dinge und wie viele nicht. Verstehe. Verstehe. Und hier sehe ich. Ja, moin, Mizi. Hallöle. Das heißt, ich kann hier einfach so easy going die ganzen Dinger markieren. Und dann kann ich. What the fuck ist für diesen Tier für den Rauch oder für Luft oder whatever. Hä? Und am Ende war dann Albert Boot, der Zaubereiminister. Wie lustig! Ich bleib doch ein Quent! Ein Hoch auf den Jungen, der dich erlöst! Ich sag dir die Wahrheit, Peeves. Zum Geier. Was zum Geier? Dark. So, where the fuck I am? Where the fuck bist du? Du hast hier nix? Du hast nichts zu sagen? Da drohne ich jetzt. Der blinkt doch so hardcore. What the warte mal. Kann ich den wegziehen? Hä? Irgendwas ist hier. 100 Pro. Ich muss mit dem. Ich kann mit dem irgendwas machen. Ich weiß nicht was. I love it. What the fuck, Galaxie-like oder was? Alter, hier ist wirklich überall irgendwas. Guten Tag, Mr. Geist. Ja. Natürlich, die bewegen sich aber auch, die Gemälde, natürlich. What the fuck? Alter, wo ist diese Schnellreise Dings? Gibt's ja gar nicht. Legt ihr die auch? Ne? Also. Ja. So, perfekt. Astronomie. Alter, ich will dahin. Ich wollte. Ich will hier Unterricht haben, was los? Dermot. Ich will Astronomie irgendwas lernen. Ich sehe auch extra Dinge. Bin ich da vielleicht doch im falschen. Ne, das sind ja meine Dudes. Sag mal dann. Nee, das sind meine Dudes, okay. Nee, liebes Order, leg mich. Nee, danke. Gar kein Bock, so viel zu lesen. Okay, Zap. Das heißt, ich hol mir jetzt einfach nochmal die Dinger. Aber ich werde jetzt hier Schnellreise machen. Zap. Dann hole ich mir die Schnellreise-Dinger noch. Und dann machen wir dieses Duell, was der Typ hier hinten meint, das ist irgendwas. Irgendwann werde ich mal checken hier, wo ich mal bin, irgendwie so orientierungsmäßig. Wäre nicht so schlecht. Ah ja, siehst du, da waren wir ja schon mal. Der Gemälde weiß ich noch. Und das auch. Aha. Zap, geil. Gibt es eigentlich eine Trophy, wenn ich alle die schnellere Dinge habe? 100 Pro gibt es eine Trophy. Und das. Da unten irgendwo.
Die Truhen, mit denen kann ich immer noch nichts anfangen. Hoch? Nee, runter. So, hier so irgendwo. Zap. Was haben Sie jetzt vor? Woanders hinreisen, aber nicht mit deiner Hilfe, weil du hier nichts hast. Jo. Oh Gott, oh Gott. Das ist weit, oder? Das ist ewigst weit. Oh Gott, ist das weit. Komme ich überhaupt hier hin, oder muss ich irgendwie... Halle von Herodiana irgendwas. Ach du Schnitzel. Okay. Bis jetzt war ich noch nicht irgendwo was, wo ich nicht rein durfte, weil ich nicht genügend Level oder genügend Zaubersprüche oder sonst irgendwas an Käse hab. Noch nicht. Ja? Der Dude, Schüler. Das Gemälde gefällt mir jetzt mal nicht so, by the way. Heimgesuchte Toiletten haben bis... Was? Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeps liebsten Orten für Streiche sein soll. Lol. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Was labert der Typ? Hufflepuff, Puff, Huffer, irgendwas. Kranker Dude. Kranker Dog. So, wo zum Geil bringt mich der hin, Alter, der Nebenmission halt. Ist ja voll krank. Und diese Aussicht ist halt auch anders krank. Wenn man da dann denkt, dass man hier überall noch herumfliegen kann oder was auch immer. Das ist ja nur noch krank. So, Hof der Uhrenturms. Ah ja, also bei dem wollte ich ja dem auf die Fräse gehen. Was ist mit dem? Was ist damit? Man weiß es nicht. So, wo ist er? Kollege, was willst du jetzt eigentlich? Ja, du wolltest doch von mir. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Lass mich antreten. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Okay, also jetzt... Wir sind eh schon zu zweit. Du wirst ganz sicher noch bereuen. Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrolle. Ja, das wissen wir. Zielanzeige erlaubt, dass die Gegner ohne Ziel zu tun, dann. Ja, wissen wir auch, okay. Zug! Ah, fuck! Ich wollte. Ja. Oh Gott, send help! Warte mal. Fuck! Dreieck! Käse, Sahne, Soße, lass mich runter! Da schon. Holy Magma, Ole, ist knapp, war das knapp. Nein! Ich drück immer falsch. Ich drück immer falsch. Leck dich. Leck mich. Ich muss mehr auf mich selber schauen. Hab ich schon gemerkt. Oh Gott, verpiss dich. Gerne down? Oh Gott! Ich hab keine Kraft. Okay, jetzt. Jawohl, down ist sie, down ist sie, down.
Oh, ich habe auch voll kassiert, Alter. Sieg, Sir, passt. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Alles klar, jo. Okay, zu der ich mich geheilt. Boah, fuck. Ich müsste echt mal irgendwo Heilung kaufen oder so einen Käse. Stufe 4 haben wir auch schon. Okay, cool. So, das haben wir auch. Passt. Aufträge, genau hier. Was ist denn hier sein? Ich starte den ersten Tag in Hogwarts. Ja, trifft Professor Bla. Ja. Primär. Das ist alles, oder? Ja, alles. Aufgabe gibt nichts. Beziehungen gibt auch nichts. Sekundär gibt auch nichts. Und abgeschlossen ist das. Aber ich habe doch noch eine Mission. Zumindest angeblich. Das hier. Okay. Zack und zack. Keine Ahnung, aber welches schneller das Ding hier näher ist, aber ich nehme mal das. Das ist ja die Haupthalle. Die Haupthalle ist sowieso immer. Haben sehr gemeint, das ist bei allen Dingen das kürzeste, weil es die Haupthalle ist. So, was ist mit dir? Da habe ich ja was angerichtet. What? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Bruh. Sammeln. Okay, das machen wir jetzt noch und dann werde ich mal den Stream beenden. Eine Frage, Akio ist nochmal was? So ganz doof gefragt, ist Akio das? Akio, okay, passt. Okay, das heißt. Was heißt das? Stop und stop. Geschafft. Das ist alles? Fehlen nur noch 4. Ist ja voll easy. Achso, das hätte ich dann mit anderen auch machen können. Glaube ich. Okay, haben wir. Truhe. Okay, Kohle. Weil da ist ja vorher ein Buch herumgeflogen bei mir, aber da kann ich dann nicht machen mit dem. Jetzt schon. Okay. Hier ist auch immer eine Schnellreise, kann das sein? Wo zum Pimmelgesicht sind jetzt hier diese anderen letzten Kackseiten? Da drüben ist eines. Da ist eines. Zumindest war es hier. Fuck you, wo bist du? Okay, da drüben ist noch eins. Und noch irgendwo. So. Und Du
Wo fliegt was? Komm schon, wo fliegt da nichts? Ich würde das hier 100 Mal machen, ja, oder? Wo zum Fick fliegt hier noch was? Vielleicht doch unten? Also ich kann nicht, nee, ich kann nicht, also ich kann nicht runterspringen? Ich komme hier nicht, nee, ich komme hier nicht runter. Schade. Komm, da muss auch irgendwo noch was sein. Irgendwo ein fucking Buch. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber okay. Weil da hat irgendwas vorher geblinkt, auch wie ich das gemacht habe. Das hier. Ah ja. Hier, guten Tag. Leute, habt ihr ein fliegendes Buch gesehen? Das wäre sehr positiv, weil ich. Okay, hier drüben. Ah, da bist du, du Stück Scheiße, du Dreckiges. Komm her. Fuck! Daneben, ja, komm, geh, lauf, lauf, lauf! Jetzt. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Ich lese gerade das Tagebuch. Bla 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 bla. Ich bin hier, das ist schon eine Schule gewesen. Ich will jetzt das Tagebuch nicht lesen, das juckt mir auf null. Verschlossen, na super. Warum auch immer, ist irgendwas Interessantes drin? Ja, dann der Schloss halt, ja. Aber, ja. Gut, so. Dann einmal zu der Keule wieder, zu Cassido irgendwas, oder Cassidy? Cressida, ja genau. Hallo Cressida, ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh, danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ja. Ich hab's, theoretisch hab ich's gelesen, aber ich weiß auch nicht. Okay, aber ja, ich will schon einen auf nett machen, dass unsere Chess hier nett ist. Das ist schon eine Idee. So, warte mal, kann ich hier, ich will die Markierung aufheben, wäre die Idee. Geht da nicht? Geht nur, wenn ich hier, warte mal. So, okay, so, jetzt wollen wir Herausforderungen. Aufträge sammeln, jo. Sammeln, ne, okay. Handbuchseiten habe ich auch nichts mehr, okay. Gut, das war's. Hauptmission ist dann da drüben. Und ja, da will ich jetzt aber sagen, das war's jetzt von mir. Oh, 2,5 Stunden. Oh Gott, Weasley nach dem Unterricht. Ja genau, das machen wir dann beim nächsten Mal wieder. Da würde ich jetzt mal sagen, Einstellungen, speichern. Und wir hören uns und sehen uns dann beim nächsten Mal bei dem wieder oder bei Far Cry 6 wollte ich mal machen oder God of War. Wir hören uns und sehen uns. Bis denne. Oder denne, Tschüssikowski. Ciao.